Hey, meine Freunde, was geht ab bei euch? X7 hier am Start am Clash of Clans Freitag. Wie ihr seht, habe ich etwas bei mir verbessert. Mein Multimörser ist auf Level 5, mein Zerschmetterer ist auf Level 5, mein Wachposten ist auf Level 5 und alle drei Gebäude können nicht höher gehen. Ich bin auch im Rang gestiegen, ich bin jetzt bei 2200 Cups. Im Labor oder im Sternlabor werden gerade meine Barbaren auf Level 10 verbessert. Und die anderen zwei Einheiten sind schon auf Level 10. Das heißt, wir haben wirklich einiges in den letzten Tagen geschafft. So, meine Kampfmaschine ist auch auf Level 2. Das heißt, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich demnächst dann mit dem Gold mache. Beziehungsweise was wir vielleicht in dieser Folge aufwerten. Ich würde sagen, wir kämpfen direkt und dann switchen wir nachher rüber zu der anderen Base. Und dann erzähle ich euch da auch was. So, wir legen direkt los. Let's go! So, erster Kampf. Ich bin gespannt. Ich muss auch dringend meine Kaserne mal aufwerten. Vielleicht wäre das mal eine Überlegung wert. So, zwei Bauarbeiterbasen über mir. Aber ich denke, das ist kein Problem. Das sieht so verlockend aus, dass wir von dieser Ecke da reingehen. Aber ich denke irgendwie, dass da wahrscheinlich eine Bombe liegt oder eine Falle. Deswegen gehen wir da zuerst mit ihm rein und dann nehmen wir die Giants mit. Und dann gucken wir mal, was wir mit unseren Ladies so snipen können. So, gucken wir mal. Keine Falle? Oh, what? Wieso? Sag mir mal einer, wieso? Okay, das ist ein Instant Fail. Wieso gehen die Giants da lang? Wieso öffnen die sie? Wieso folgen die dieser Lücke? Ich meine, es war schon fast... God damn, wir hätten nur Mauerbrecher mitnehmen müssen und dann wäre das nicht passiert. Aber wieso gehen die nicht durch diese Mauer da durch? Wieso brechen die diese Mauer da nicht einfach auf? Wieso müssen die da unten lang laufen? Boah, das ist Instant Regret, dass ich keine Mauerbrecher mitgenommen habe und von der anderen Seite da reingegangen bin. Ich habe wirklich gedacht, dass die Giants da oben die Mauer aufbrechen. Ich habe diese Lücke da nicht wahrgenommen. No fucking way. Schneller kann man nicht verlieren. Das war der dümmste Start ever. Holy shit, das war crap. Ja, das war richtig Bullshit. Okay, aktivieren wir mal unseren Schub. Also okay, reden wir darüber, was wir verbessern können. Oder wir gucken uns den mal an. Der lacht jetzt auch. Boah, ey, ich bin richtig drauf reingefallen. Das passiert allerdings nur einmal. So, er macht's mit All Barbaren und mit Mauerbrechern. Okay, setzt sie so nach und nach. Das habe ich auch noch nie wirklich gesehen. Vielleicht sollten wir es auch mal versuchen mit All Barbaren. Aber meine Barbaren sind noch Level 9. Vielleicht ab Level 10 dann mit All Barbaren. Weil er kriegt diese Base ziemlich nice damit kaputt, obwohl viele mit dieser Base Probleme haben. Okay, gut. So, nächster Kampf. Wir wollen ja die Zeit ausnutzen. Okay, diesmal fallen wir nicht auf so einen scheiß Trick rein. Sorry, aber das war jetzt wirklich Bullshit von meiner Seite aus. Okay, er wertet Dings auf. Das ist ziemlich schick für uns. Ich setze mal ihn dahin. Dann setze ich meine Barbaren da rein. Meine Giants, nicht meine Barbaren. Ehrlich gesagt können wir... Na, das war der, die Lady war ein Waste, aber wir haben zum Glück viele. Ich habe die Kanone da nicht gesehen, die Doppelkanone sniped die Lady. Nein, sie kriegt 10, okay, dann war es nicht wirklich Waste. Manchmal setze ich so Ladies an den Rand, damit die extra Prozente holen und das bringt dann öfter sogar noch den Sieg. Nur, das klappt nur, wenn dann entweder die Waffen oder die Verteidigungsanlagen in der Zwischenzeit abgelenkt sind, also von Giants oder so, oder wenn die aus dem Radius sind, wo die Ladies dann, also wo die Ladies getroffen werden können. Und da habe ich nicht drauf geachtet, dass die da steht. Aber die Lady hat es trotzdem geschafft, das da zu snipen, was ganz okay ist. So, hier sieht es auf jeden Fall viel besser aus als eben bei diesem Fight. Man, der hat mich richtig da geraped. Sorry, Giants und Ladies, das war wirklich mies. Aber okay, hier kriegen wir vielleicht 100% hin. Ich bin mir nicht sicher, wir müssen darauf achten, was die, also darauf. Wir müssen hoffen, dass diese Kanone da irgendwie, keine Ahnung, unseren Giant anvisiert und dass die Ladies rechtzeitig dem hinterherlaufen und nicht sterben. Dann können wir es hinkriegen. Sieht risky aus, aber ich denke, wir haben den Sieg. Ich hatte in den letzten Tagen, ja, wir haben 100%. Ich hatte in den letzten Tagen zweimal, nein, gestern sogar, zweimal unentschieden. What the fuck, das ist wirklich nervig. Da denkt man so, 1% mehr und wir hätten es geschafft. Okay, manchmal kommt es irgendwie zweimal, das ist so ein kleiner Bug, aber ihr bekommt leider kein doppeltes Loot. Okay, wieder so eine Base. Diesmal falle ich nicht drauf rein. Das ist sogar so ähnlich wie meine alte sieht die aus, ja? Okay, eine Lady da. Ich achte auch immer auf so Randgebäude. Und dann jetzt Mauerbrecher von hier. So, spreng bitte beide Mauern auf.
Nice, so, okay. Kampfmaschine, Giant, Giant, Giant. Lady, 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 Mauerbrecher, Mauerbrecher, Lady, Lady. Hier unten können wir, ehrlich gesagt, nicht snipen. Deswegen gehe ich von mit meiner ganzen Power von da oben rein. Die Kampfmaschine regelt und kriegt es gut hin. Das ist sehr schön. Jetzt hoffen wir einfach nur noch ein paar extra Prozente. Da werden die Ladies leider sehr stark anvisiert. Ich hoffe, dass meine Kampfmaschine noch ein bisschen länger überlebt. Ich muss dringend meine Kampfmaschine verbessern. Ja, die muss stärker werden. Ansonsten 47% noch. Kriegen wir noch die 50% hin? Ich denke schon. Vielleicht. Ja, 50% sind da. 54%. Okay. Mal sehen, ob es ausreicht. Manchmal reicht es aus. Meistens reicht sogar aus, aber es kommt immer darauf an, wie gut der Gegner angreift. So. Und sehen, haben wir einen Win. Ah, ein fucking Prozent, man. Das ist echt nervig. Ah, okay. Wieder so eine Base. Diesmal können wir aber, wenn die Giants da unten langlaufen, ich schwöre euch, ich raste aus. Kann man nicht vorstellen, dass die da unten langlaufen, oder? Laufen die da unten lang? Nein, oder? Die Giants? Okay. Die laufen nicht unten. Laufen die unten lang? Ernsthaft? Wie können die bitte einmal komplett rumlaufen? What the fuck? Jetzt bin ich schon wieder darauf reingefallen. Oder beziehungsweise jetzt bin ich schlauer geworden. Also jetzt weiß ich es erst recht. Wenn die Mauer eine doppelte Mauer ist, dann laufen die einmal außen rum. Ist das so? Ist das so? Das ist so dumm. Das ist so dumm. Wenn wenigstens die Kampfmaschine vorne wäre, aber nein. Okay, wir haben noch nicht verloren, aber wow. Das ist shit. Das ist shit. Also bei Doppelmauern, vielleicht hätte ich das eher checken müssen. Aber Gott sei Dank ist der Multimörser, also wird der Multimörser aufgewertet. Deswegen war das trotz dieses Fails nicht komplett schlimm. Wir kriegen sogar mehr Prozente als eben bei dieser Base. Aber wow. Vielleicht war es sogar besser, dass wir es so gemacht hätten, weil wir mit wahrscheinlich weniger Giants und Mauerbrechern weniger Prozente geholt hätten. Aber trotzdem, das ist mies. Okay, bei Doppelmauern laufen die, egal wie weit es weg ist, zu diesem einzelnen offenen Stück. Ja, so sieht es wahrscheinlich aus. Okay, wir haben noch 2 Minuten. Wenn der Typ sich ein bisschen beeilt, kriegen wir noch den letzten Kampf hin. Wir haben gewonnen. Es sah schon so aus, als wäre es eine dicke Niederlage. Aber nice, okay. Nächster Fight. Ich hasse diese Bases, wo man so reinlaufen kann. Das ist schrecklich, ey. Immer wieder falle ich darauf rein. Jedes Mal. Okay. Eine Lady hier. Eine Lady hier. Und dann... Zack. Nein, ich wollte Dings reinsetzen. Okay, sorry. Das war nicht geplant. Das war absolut nicht geplant. Aber es ist nichts passiert. Das ist gut. So, da war, glaube ich, diese Riesenbombe. Aber okay, wir können mit den Ladies langsam folgen. Das Ding ist, dieser Multimörser, der muss jetzt schnell ausgeschaltet werden. Und daneben ist leider dieses andere Ding, dumme Ding. Und die gehen nicht zuerst auf den Multimörser. Giants! Ah! Okay, das wird knapp. Ladies, schießt schneller! Schneller! No, er konnte es, hat es hinbekommen, meine Kampfmaschine auszuschalten. Und alle Giants. Das wird eine heftige Niederlage. Also ich meine, wir haben 52%, kommt drauf an, was der andere jetzt macht. Aber 59%. Nicht gut, interessante Base, muss ich sagen. Sind da ein bisschen reingefallen, aber okay. 59%, ein Stern. Boah, das sind aber knappe Sachen heute. Okay, nächste. Die laufen nicht da unten rein, richtig, weil wir oben nur eine Mauern haben. Richtig, so, ich setze ein paar Ladies dahin, weil ich Dings da ausschalten will. Und dann gehe ich mit der Kampfmaschine von da und dann Giants von da und von da. So, wir machen das jetzt ein bisschen anders. So, damit wir den Multimörser vielleicht ein bisschen ablenken. Wieso gehen die Giants nicht von da... I don't know. Manchmal verstehe ich die Logik von Giants nicht. Obwohl ich eigentlich immer mit den Spielern man meinen sollte, ich wüsste, wie die laufen. Manchmal verwirren die mich noch immer. Aber okay. So, ich denke, das sieht gut aus. Wenn unsere Ladies sich dann von da oben da durcharbeiten und der Bogeturm weiterhin nicht meine Ladies anvisiert, was jetzt passiert ist, aber ist kein Problem. Meine Ladies gehen dann von der Seite rein, snipen das Rathaus
oder die Bauarbeiterbasis, Dingsbums, was auch immer, Hütte, wie auch immer. Egal, das ist sehr gut. So, meine Kampfmaschine muss dringend gelevelt werden. Gestern hat mich einer angegriffen, Kampfmaschine Level 5. Und ich glaube, Nachthexen Level 8 oder so. Aber ich glaube, es geht erst ab der nächsten Bauarbeiterbasis, also noch nicht mit meiner. Da muss man die, glaube ich, ein Level höher machen. Das war krank, aber ich habe die ja noch nicht mal freigeschaltet. Ich muss auch die Kanonen freischalten. Ich glaube, es sind so meine nächsten Ziele. Kampfmaschine und Kaserne. Ja, wir gucken mal, was das, wie teuer das genau ist. 88% schon wieder. Sieg, nice. Also war okay. Also zwischendurch dieser eine Kampf-Fail, aber... Ja, oder zwei Kämpfe-Fail, aber wir lernen daraus. So, gehen wir ganz kurz rüber und zeige ich euch das hier. Ich habe natürlich hier diesen einen Gem-Boost ausgenutzt. Ich habe das hier abgeschlossen. Und ich habe ein paar Mauern aufgewertet. Ich habe einen Kuchen am Rand bekommen, eine Torte, das freut mich sehr. Und ich habe eine Torte hier bekommen und die Torte werden wir jetzt entfernen und wir gucken mal, was da so rauskommt. Ich hoffe, irgendwas Besonderes. Ich denke aber eher nicht. Ja, aber das Event war ganz nice, also hat sich gelohnt und ich habe wirklich einiges an Loot zusammenbekommen. Bin fast mit der einen Runde fertig mit den Mauern, also das ist nice. Queen 24, King 23, arbeite an ihm jetzt als nächstes und dann gehen wir wieder zurück zur Queen. So, mal sehen, Torte. 3, 2, 1, los. Ja, 75.000 Elixir, gar nicht so übel. Die musste ich entfernen, auch ein Sorry von mir für alle Leute, die keiner am Rand bekommen haben, weil hier die bei der anderen Base dann stören würde. So, gucken wir jetzt zum Schluss mal mit unserem Loot, was wir anstellen können. Also, wir wollen einmal diese Kaserne aufwerten. Die kostet Elix, relativ wenig. Hier die Kampfmaschine kostet auch Elix. Ich denke, ich werde nämlich das Elix dafür ausgeben. Und vielleicht das Gold dann hierfür. Aber wir können die nicht aufwerten. Oh, was können wir denn aufwerten? Tesla? Auch nicht. What? Die schicken Sachen können wir alle nicht mehr aufwerten. Mit dem Gold. Das ist traurig. Und hierfür, das können wir auch nicht aufwerten. Und hier können wir nur weiter Truppen. Oh, was machen wir mit dem Gold? Das alles braucht Elix. Vielleicht dann meinen Kracher mal weiter aufwerten. Ich werde selten von Lufteinheiten angegriffen, von daher habe ich mich nicht dafür interessiert. Vielleicht die Megamine. I don't know. Kracher. Machen wir mal erstmal die Mauer, dann sieht es schicker aus. Und dann machen wir die Megamine. Let's go. Okay. Nichts Besonderes, aber ja, muss ja sowieso alles früher oder später Max werden. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Clash of Clans Video wiedersehen. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.